Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Jedi Fallen Order mit einem wieder mal kranken Unternehmen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie das gesamte Jahr ist verflucht. Und wir hatten ich uns denke ja als nächstes. Verflogen. Und im Übrigen, ich habe das Geheimnis gefunden. Also ich kam da dann aus der letzten Folge dann ran. Ja. Wir haben es fast 100% erkundet. Kashyyyk auch relativ. Ja, Zepho könnte ich auch nochmal hin. Aber erstmal nach Datum hier. Und ne, es ist wieder eine neue Aufnahme. Der Junge ist gar nicht schlecht mit dem Lichtsäbel. Lichtschwert. Oder so. Ich habe echt Angst vor dem Ding. Vermissen Sie's? Nein. Das kam schnell. Ein Blaster macht genau das, was ich brauche. Dagegen ist ja nichts zu sagen, aber dieses Lichtschwert-Dings, das ist schon was anderes. Klar, wenn ich das Ding führen würde, wäre ich armlos. Hm? Die damit umzugehen wissen, oder was? Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Unser kleiner Ladescreen immer. Ich glaube, wenn das Echtzeit wäre, besser gesagt, wenn ihr es in extra Star Wars Zeit machen würdet, wären wir hier gerade da. Im Übrigen, ich glaube, mir ist ein Fauxpas bei den Folgen passiert, dass das alles ein bisschen durcheinander gekommen ist. Drinnen, ich habe Wände, ich habe alles gut. Ja. Du hast nur eine. Carl, hast du kurz Zeit? Ja, ja. Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein Ziel ist noch fern. Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeiten. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Kerl, selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ja, ja. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sir. Echt. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. Warte mal, deine Haltung ist ja, wenn ich sehr mäßig. Hi. Hey, ich weiß, wir haben unsere Probleme. Aber ich muss mit euch reden. Ich brauche Hilfe. Ich höre. Ich spüre wieder die Macht, aber bin immer noch blockiert. Warum ist das wohl so? Wenn ich beginne, mich zu öffnen, sehe ich Meister T'Pol. Und du hast trotzdem weiterhin deine Verbindung zur Macht vertieft. Weißt du, was mir das sagt? Dass ich nicht weiß, was gut ist? Dass du stark genug bist, deine Gefühle zu akzeptieren. Du musst dir Zeit lassen. Sir, ich... Vielen Dank. Es war wichtig. Ich weiß nicht viel über Datomir. Überrascht mich nicht, das geht vielen so. Ich weiß das meiste von Cordova. Er hatte seine Gründe, hierher zu kommen. Sieht so aus. Das heißt nicht, es ist sicher. Pass gut auf, Kerl. Ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, falls ich ein paar Mal am Schniefen bin. Und das sieht auch echt so aus, als könnte ich hier... Ach, mein Lebensbalken ist aber groß. Das kam viel mehr vorher gar nicht so auf. Hui. 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 Hopp. Kann ich mich ernsthaft da reinziehen? Ich weiß gar nicht. So, jetzt sind wir weitaus mächtiger. Und ich habe auch schon gelesen, es gibt YouTuber, die haben das mit nur drei gemacht. Also mit drei Stims. Ach komm. Hallo? Hopp. Na komm her. Hopp. Oi, oi, oi. Au! Alter, was geht denn mit dem? So. Gib mir mal einen Stim. Hopp. Na, 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 na. Komm, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Wunderbar. Was ist das? Es ist jedenfalls böse. Genau, ich wollte nochmal gucken. Ja, danke, Handy. Hier ging es nämlich weiter.
Oh. Stirb. Wirf mir ein Stim zu, BD. Das ist viel besser. Wie geht's hier lang? Hier sieht's interessant aus. Hallo? Ja, hier ist halt, hier wäre eine Abkürzung. Da können wir zum Schiff zurück, aber halt nicht andersrum. Ne? Schnief. Oh, guck doch mal, mehr Spinnchen. Hoi. Hopp. Komm her, komm her. Hoppala. Uiuiui. Aber da sollte man trotzdem vielleicht nochmal weiter. Gibt's hier vielleicht noch interessante Stellen auf Datum hier, ne? Hui. Ja, es tut mir leid, immer noch schnief, nicht schnief, ne? Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Sag mal fünfmal tut mir leid, dann hat's jeder ge... Ah, Hallöchen. Hoppala. Hopp. Hallo. Boah, ich krieg's kotzen schon wieder. Die mir einen Artilleriemodus! Zack. Zack. Ha. Hoppala. Hier war ich schon. Ist einfach nur ein anderer Weg. Hier ist eine große Tür. Ich glaube, sie ist versiegelt. Von der anderen... ist die Frage, wie komme ich da rein? Ja, hehe. Da komme ich auch nicht rein. Ich wette, ich brauche noch irgendwie... Moment mal. Hä? Habe ich nicht Lichtschwertwurf? Habe ich, glaube ich, noch nicht, oder? Generell habe ich den noch nicht. Lichtschwertwurf. Okay, muss eh nochmal ein paar Sachen nachgucken. Ja, Sprinthieb, den mache ich am liebsten. Ausweichtritt ist auch sehr schön. Ja. Hä, was ist das? Ach so, upsie die. Hä? Schnief, 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 ne? Wahrscheinlich muss ich dann das irgendwie... runterschleudern. Ich glaube nämlich gerade nicht. Dalilu. Komm. Okay. Ich glaube nämlich gerade nicht, dass ich von hier da irgendwie reingesprungen komme. Wo ist das denn? Hui. Dafür wurde mir gar nicht angezeigt, oder? Ach so. Ach so. Kann ich irgendwas scannen, kaputt machen?
Hier sieht's noch sehr lustig aus. Danke, Handy. Ich hab mich in der Pause drum gemacht. Tschüss. Hä? Ach so. Okay, gut. So geht's auch. Lass dich fallen, Junge. Was haben wir denn hier? Hier war ich. Ein Fremder, nicht von diesem Planeten. Passt doch zu der Tür. Links noch irgendwo. Genau, hier können wir da auch noch irgendwo hin. Und dann, genau, da geht's dann weiter. Durch dieses blöde Labyrinth von blöden. Oh nee, da muss ich ja jetzt hoch. Ja, ich weiß. Muss ich schon wieder gleich einen Stim nehmen. Ist doch kacke. Ich möchte mal öfter diesen Sprungangriff von... Ja, den zum... also springen und dann runter. Mit dem großen Machtstoß machen. Lalilu, lalilu. Ich weiß natürlich nicht, was wir jetzt in der... Ah, genau, ich wusste es doch. Hacken. Erledigt. Da war wirklich was drin. Yay, mehr Zeug. Das alles nur Kosmetisches. Da seid ihr wieder. Hallöchen. Es ist der Fremde. Ja. Ist vollkommen korrekt. Hopp. Du behinderst mich lediglich. Na komm. Okay, das mache ich noch ein bisschen eben wieder. What the fuck? Mach den jetzt fertig! Feiger Jedi! Alter! Du hast keine wahre Stärke. Vollkommen korrekt. Deshalb bin ich auch das. Ey! Er zittert vor Angst. Alter! Das hält mich nicht auf! Sehe ich anders. Deine Niederlage ist sicher. Stirb doch endlich, danke. Das wollte ich jetzt nicht. Das ist falsch. So. Jetzt müsste ich aber da in zu der Essenz. Nein. Hoppala. Da oben ist noch was. Und hier ist noch irgendwie was. Genau da. Ist die Frage jetzt, wie kommen wir da hin? Ich war ja das erste Mal auf Datumir, da konnte ich ja gar nichts. Ist auch irgendwie... ist nur ein blödes Licht. Hopp, hopp. Nee. Ha. Ich, ganz ehrlich, wie komme ich da hoch? Ich weiß auch nicht. Hier soll ja der Raum sein. Hä? Da oben könnte man rein.
Hopp. Ich mich jetzt drehe. Hör mal so. Pfui, das würde sogar gehen. Dreh dich mal um. So. So, hui. Und. Hui. Hui. Was geht? Wir sind hier. Da hat wer geweint. Wahrscheinlich, weil die Schwester gestorben ist. Eine Schwester der Nacht überlebte. Irgendwas an ihr ist vertraut. Hui. Hui. Und. Hui. So. Sie weiß, ich kenne Datum hier. Böses Datum. Ausruhen. Ja. Und, da Fähigkeitenbaum. Wir haben zwar zwei Fähigkeitenpunkte, aber ich will ja den da oben für drei haben. Erhöht jeden Lichtschwertschaden. Das finde ich sehr wichtig. Sehr wichtig. So. Hallöchen. Na? Da drüben jemand? Da unten? Boop. Na komm, schieß doch. Schieß doch. Schon wieder. So meinte ich das nicht. Alter. Endlich. Zack. Reite dich auf den Tod vor, Mistkerl. Nicht besiegen. Das ist immer so eine richtig beschissene Position hier. Du hast den halt einfach nicht im Blick. Oh. Ich werde dich vernichten. Ich mach das zwar richtig, aber gut. Wirf mir ein Stimm zu, BD. Fühl mich schon besser. So, dann gucken wir uns kurz um. Ja, nämlich hier ging es irgendwie noch zu einer Essenz. Da oben. Deshalb müssen wir uns nochmal den ganzen scheiß Weg hier wahrscheinlich antun. Und hoppala! Was ist das für ein Gefühl? Boah, Junge! Denkst du, du bist mir gewachsen? Ja, denke ich. Und danke. Das wollte ich nicht. Boah! Wie das abfuckt jedes Mal. Hopp, hopp. Nein. Oh, Hallöchen. Oh, ist das böse! Oh, fuck. Ich bin zu schnell. Okay. So. Die Tür geht nicht auf. Nee. Wurde ja alles damals zerbombt. Ich weiß echt immer noch nicht, wohin. Hm. Ja, hier ist doch wieder einer. Ich wusste es. Hopp. Oh, Junge. Ich hab schon Schlimmeres eingesteckt. Danke, sowas wollte ich. Komm. Hopp. So, ja, da kam ich auch das letzte Mal hin. Wie gesagt. Hopp. Lalala. Ja, schön. Ich gehe jetzt echt diesen langen Weg gerade, aber ich versuche halt. Ich entferne mich immer weiter von meinem Ziel. Was ist doch für ein Arsch. Willst du mir mal BD?
war richtig. Ist auch doch so, wenn... Die kämpfen gar nicht gegeneinander, das ist ja traurig. Okay. Zu beenden. Hä? Hallöchen. Wo bleibt dein Können? Zack. Dankeschön. So geht das viel besser. Ja, toll, jetzt bin ich wieder hier. Und der alte Mann ist auch wieder da. Hopp, hoi. Ach, Junge. Tagchen, alter Mann. Wie lange seid ihr schon hier? Lang genug. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verloren hatte.